Willkommen zum Wochenrückblick bei CCMTV, Ihrem Burgenlandsender. Streit um Gewächshaus. In der letzten Gemeinderatssitzung der Stadt Frankkirchen wurde die Änderung des Flächenwidmungsplans zur Errichtung eines riesigen Glashauses am Ortsrand durch den Alleingang der SPÖ-Gemeinderäte beschlossen. Der Streit um das Gewächshaus eskaliert. Am Samstag versuchte Bürgermeister aus Frankkirchen, Projektleiter des Gewächshauses und Landeshauptmann Hans Niesel, den Streit zu schlichten. Und meine Grundsatzfrage ist, wollen wir Paradies aus Holland, aus Marokko oder aus Spanien oder wollen wir österreichische Paradies, die hier in Frankkirchen produziert werden? Nächster Punkt ist die Gemeinde. Wenn 80, 90 Arbeitsplätze geschaffen werden, dann bin ich dafür, dass hier weitere Arbeitsplätze entstehen und nicht nur diese 80, 90, sondern da gibt es immer wieder auch Anfragen, dass mehr Arbeitsplätze als diese 80, 90, ich meine jetzt nicht nur dieses moderne Glashaus, sondern ich meine auch andere Betriebe, die hier investieren wollen. Gut. Darf man etwas fragen, Herr Bürgermeister? Man darf dann etwas fragen, wenn ich ausgesprochen habe. Und zuerst kommt einmal die Presse, die darf auch etwas fragen, die haben ja heute eingeladen, dass sie sich informiert. Und hier kann man etwas erfahren, bei euch kann man nur Fragen haben. Und wir, ja, ihr wollt antworten auf ein Projekt, das es noch gar nicht gibt. Es gibt nur ein Projekt, es gibt nur einen Beschluss alleine für die Umwidmung. Über 200 Unterschriften eingegeben in der Gemeinde, um eine Volksabstimmung zu erreichen. Lieber Herr Bürgermeister Josef Zinel, lieber Hans Niesler, ich bin als Sprecher nicht, stehe ich nicht daher, dass, weil wir gegen das Projekt sind, gegen Glashäuser generell, sondern wir sind einfach dagegen, wie das abläuft. Diese Diskussion, die jetzt hier beginnt, die hätten wir früher führen sollen. Wir haben jetzt noch die Chance, diese Diskussion zu führen. Es geht hier in erster Linie bitte um Demokratie, es geht um Offenlegung und es geht nicht grundsätzlich einmal um Glashäuser. Ja, das möchte ich ja eindeutig sagen. Und unsere Reaktion richtet sich nicht gegen Personen, nicht gegen den Bürgermeister an sich, nicht gegen irgendein Unternehmen oder gegen eine Institution. Es richtet sich in erster Linie gegen die Art und Weise, wie hier Bürgerrechte nämlich niedergetreten werden, mein lieber Freund Hans. Und wenn du mir vorher vorgeworfen hast, dass ich hier ein Tafel in die Höhe halte wie der Jörg Haider, ich möchte dir sagen, ich stehe den Jörg Haider nie so nahe, wie vielleicht du ihm nahe stehst. Landesfeiertag in Mattersburg. Jedes Jahr wird am 11.11. um 11.11 Uhr der Fasching ausgegraben und dabei wird das Motto des nächsten Faschingsumzuges verkündet. Das Motto lautet Mode. Der Faschingsumzug findet am 28. Februar 2017 statt. Der Landesfeiertag im Burgenland begann in Mattersburg mit dem Fasching ausgraben. Pünktlich um 11.11 Uhr am 11.11. wurde in Mattersburg der Fasching aufgeweckt. Dieser verkündete dann auch das Motto für den Faschingsumzug am Faschingsdienstag. Auf dem Veranstaltungsplatz waren auch ein Flohmarkt und die ersten Hütten für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Der Verschönerungsverein Promente und die Villa Martini verkauften Kunsthandwerk und anderes. Die Stadtkapelle spielte am Nachmittag und am frühen Abend erfolgte die Weinsegnung und Weinverkostung mit den Jagdhornbläsern und den Weinrittern. Dabei wurden auch 20 Martini-Ganselessen verlost. Buchpräsentation Ungarnaufstand 1956. Wolfgang Bachkönig ist nicht nur ein guter Polizist, sondern auch ein hervorragender Schriftsteller. Letzte Woche präsentierte er sein fünftes Buch Ungarnaufstand 1956. Im November 1956 beendeten russische Panzer den Ungarnaufstand und damit den Traum von Freiheit. Wolfgang Bachkönig brachte jetzt, 60 Jahre danach, sein Buch Ungarnaufstand 1956 heraus. Es ist ein sehr lebendiges Buch, das genau die Stimmung der damaligen Zeit beschreibt. Viele Zeitzeugen kommen zu Wort und es sind auch viele Fotos aus dem Jahr 1956 abgebildet. Ein Werk, das alle, die sich für die österreichisch-ungarische Geschichte interessieren, eine Pflichtlektüre ist.
Grenzsicherungsmaßnahmen im Burgenland. Auch wenn es wieder ruhig in Nickelsdorf ist, rüstet sich die Polizei für den Ernstfall. Dabei wird der Grenzübergang Nickelsdorf ausgebaut und moderner gemacht. Landespolizeidirektor Martin Huber betont, dass die Grenzkontrollen so schneller und effizienter gemacht werden. Dabei wird auch das Bundesheer im Rahmen des Assistenzeinsatzes die Polizei auch mit Exekutivbefugnis unterstützen. Vielleicht noch zu den Zahlen, statistische Zahlen. Es hat in diesem Jahr bisher 5.900 Personen gegeben, die von Bundesheer und von der Polizei aufgegriffen worden sind, die sozusagen unrechtmäßig aufhältig gewesen sind. Die Top-3-Nationalitäten sind derzeit Afghanistan, Pakistan und Syrien. Und der Hotspot der Aufgriffe und auch der Schlepperkriminalität ist mit 70% im Bezirk Neusiedl am See dort gelegen. Bis zum heutigen Tag sind 103 Schlepper festgenommen worden und die Schlepper stammen zum überwiegenden Teil aus Ungarn, Rumänien und Serbien. Man sieht also, dass die Grenzkontrollen aus diesen Zahlen vor allem sehr wohl notwendig, richtig und auch wichtig sind. Zur Lage insgesamt, wir stufen die Lage als labil ein. Es gibt nach wie vor in Nordafrika tausende Menschen, die fluchtwillig sind, die auf die Weiterreise nach Europa warten. In Süditalien gibt es nach wie vor Wochen, wo es 10.000 Anlandungen am Seeweg gibt. Und wir kennen natürlich aktuell alle die Krisen in Syrien, im Irak. Wir kennen die labile Lage in der Türkei. Ich glaube, das kann jeder auf den Medien mitverfolgen. Wir wissen nicht, wie es mit der Türkei, mit dieser Lage dort sozusagen, wie das weitergeht, beziehungsweise wie sich das auch dann auf Griechenland auswirkt. Und wir wissen auch, dass nach wie vor in Serbien viele Personen auf die Weiterreise warten. Deswegen ist es für uns insgesamt wichtig, dass wir als Polizei vorbereitet sind auf verschiedenste Szenarien. Ja, im Rahmen dieses Einsatzes haben die Soldaten sogenannte Exekutivbefugnisse übertragen bekommen, die so also vergleichbar sind mit jenen der Exekutive. Wie in allen anderen Fällen, wir dürfen Personen anhalten, wir dürfen Personen zur Identitätsfeststellung auffordern, wir dürfen also quasi die Identität überprüfen, wir dürfen Personenkontrollen durchführen, wir dürfen Fahrzeugkontrollen durchführen und falls erforderlich ist, können wir auch Festnahmen durchführen. Ja, also durchaus im Rahmen der Exekutivbefugnisse vergleichbar mit jenen der Exekutive. Und vielleicht noch ergänzend, wenn wir die Person angehalten haben, dann wird sie an die Polizei übergeben und durch die Polizei werden dann die weiteren Maßnahmen durchgeführt. Freude an der Kunst. Frauenlandesrätin Verena Dunz stellt mehrmals im Jahr ihre Büroräumlichkeiten in der Landesregierung den Künstlerinnen zur Verfügung. Dabei können die Künstlerinnen ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Dieses Mal waren Künstlerinnen aus Mattersburg und Forchtenstein dabei. Eine Ausstellung von Werken der Künstlerinnen Christiane Sieber, Brigitte Ehrlich und Maya Mendrinos eröffnete Frauenlandesrätin Verena Dunz im Landhaus in Eisenstadt. Die Ausstellung zeigt Malarbeiten und Objektkunst. In den ausdrucksstarken und farbenfrohen Werken der drei Künstlerinnen wird, wie schon der Titel der Ausstellung, Freude an der Kunst verspricht, ihre Lebensfreude und Lust am kreativen Schaffen sicht- und spürbar, sagte Dunz bei der Eröffnung der Show, die von einer humorvollen Lesung von Liane Wolf umrahmt wurde. Mittelpunkt und Künstlerin im Mittelpunkt der heutigen Ausstellung stehen, das wissen Sie und lassen Sie mich vielleicht ein bisschen zurückführen. Was ich aber nicht verabsäumen möchte, ist viele Hauptreferatsleiter, Referatsleiter, Damen und Herren aus unserem Hause auch pauschal zu begrüßen. Das hätte ich fast vergessen. Schön, dass Sie wie immer auch alle da sind. Dass Frauen im Mittelpunkt stehen und da möchte ich in der Geschichte ein bisschen zurück, ist eigentlich nicht am ersten Tag so im Burgenland noch gewesen. Als ich da hereinkam, es war der Dezember 2000, habe ich gesagt, okay, wie könnten wir denn aus diesem Regierungsbüro
was tun und was machen und so gestalten, dass Frauen auch im Mittelpunkt sind. Ich habe viele andere Zuständigkeiten, aber als Frauenlandesrätin ist mir schon wichtig, dass auch Frauen hier nicht zu kurz kommen. Burgenländischer Jugendlandtag. Seit 9 Jahren gibt es in Burgenland den Jugendlandtag, wo Jugendliche anstelle der Landtagsabgeordneten eine Sitzung abhalten. Die Landesregierung bleibt wie bei einer echten Landtagssitzung gleich. Der ganze Ablauf ist identisch mit einer echten Landtagssitzung mit Fragerunde, Anträgen und viel mehr. Die Hauptthemenpunkte des diesjährigen Jugendlandtags waren Mobilität, Gesundheit, Bildung und Digitalisierung. Fast alle haben hier mitgewirkt, nur die JVP Burgenland nicht. Die JVP bezeichnete den Jugendlandtag als Kasperltheater oder als Zirkus und betonten dies mit aufgestellten Tafeln, wobei die JVP auch Ordnungsrufe bekommen hat. Na, so wie wir ihn jetzt erleben, ist es nicht mehr als eine Zirkusdarbietung. Mit dem Zirkusdirektor Hildisch, der noch dazu die Freiheit besitzt, das eigentlich freie Mandat von Gerhard Steyer, der SJ zuzuschanzen. Dieses Demokratieverständnis müssen wir jetzt bitte mal mehr erklären. Das hätte ich Ihnen nicht zugemutet und ist meiner Meinung nach auch dem Präsidenten nicht würdig. Das Wort Frechheit entspricht nicht den Gepflogenheiten des Hohen Hauses. Wenn Sie nicht damit meinen, ich erkläre Ihnen einen Ordnungsruf. Dominik, Jugendparlament oder Jugendlandtag, besser gesagt, hier in Eisenstadt. Und da gibt es einige Proteste jetzt von Seiten der jungen ÖVP. Und zwar, was war da der Auslöser? Der Auslöser ist ganz einfach der, dass heuer erstmals, also es ist ja der 7. Jugendlandtag jetzt schon, erstmals es nicht möglich war, einen Antrag zur Reform vom Jugendlandtag zu fassen. Wir sind da ganz klar der Meinung, dass der Jugendlandtag in dieser Form keinen Sinn hat. Das ist nur ein Parteihickhack, der die richtige Jugendarbeit außen vor lässt. Es ist auch das Wort Kasperltheater gefallen und auch mit Transparenten unterstrichen. Ja genau, also es ist, wenn man es sehr überspitzt formuliert, unserer Meinung nach ja ein bisschen ein Kasperltheater, weil wenn man sie ja von nur Floskeln um die Ohren wirft, die weder den Jugendlichen da draußen noch sonst wo was bringen. Und das haben die letzten 7 Jahre der Ringfreiheitliche Jugend, die Grünen und die Liste Burgenland ebenso wie wir gesehen und haben da laufend Anträge eingebracht, jedes Jahr aufs Neue. Nur damals hat die sozialistische Jugend nur 18 Mandate gehabt und da hat man es ein leichtes, diese Bestreben dann natürlich abzuwürgen. Und umso größer der Ärger heuer, dass man sieht, dass so der ringfreiheitliche Jugend zum Beispiel dann einknickt und da eine langjährige Forderung nicht mehr mitträgt, aus den unterschiedlichsten Gründen, die für uns nicht verständlich sind. Also unser Standpunkt ist ganz klar, der Jugendlandtag in dieser Form ist nicht sinnvoll, ist nicht zielführend und wir möchten ein Schüler- und Lehrlingsparlament und kein Parteihickhack und keine Nachwuchspolitiker da drinnen sitzen haben. Kommen wir zum Sport. Leider können wir dieses Mal nichts vom Fußball berichten, da das Match wegen Frost abgesagt wurde. Wir können aber über Basketball im Burgenland berichten. Rocks sind wieder Leader. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Spiel besiegten die Mattersburger Rocks in der 2. Basketball-Bundesliga die Mistelbacher Mustangs mit 68-66. Kapitän Stefan Ulreich war dabei mit 16 Punkten bester Werfer der Burgenländer. Coach James Williams bejubelte die neuerliche Tabellenführung. Das war meisterlich. Die alte Rivalität lebt wieder auf. Unvergessen ist der Gewinn des ersten Meistertitels 2012, wo in einem spannenden Spiel 3 in Mistelbach der Titel geholt wurde. Ja, und er ist immer optimistisch und immer gut gelaunt, wie vor Beginn der Begegnung gezeigt. Und außerdem ein Point-Sammler, der Captain der Rocks, Stefan Ulreich. Und er ist es auch, der nach kaum 30 Sekunden Spielzeit den Reigen öffnet. Der erste Zweier vom Kapitän höchstpersönlich. Kommen wir zu den Kurznachrichten. Nach rund 6,5 Jahren Bauzeit präsentierte sich das Justizzentrum Eisenstadt als eine der modernsten Gerichts- und Strafvollzugseinrichtungen Österreichs. Die Bundesimmobiliengesellschaft hat das Flächenangebot zwischen Dezember 2010 und Juni 2013 durch 2 Zubauten im Umfang von rund 11.800 Quadratmetern verdoppelt. Zwischen April 2013 und Juni 2016 erfolgte die Sanierung der Bestandsgebäude bei laufendem Betrieb. Insgesamt investierte die BIK rund 62 Millionen Euro in den Standort. Im Kastell Stegersbach tagte der SPÖ-Bezirksausschuss. Bezirksvorsitzende Landesrätin Verena Dunst freute sich, dass Christian Dax erstmals in seiner neuen Funktion als Landesgeschäftsführer an der Sitzung des höchsten SPÖ-Gremiums des Bezirks teilnahm. Schwerpunkte bei dieser Sitzung waren die Arbeit in den Gemeinden. Die Frankenkirchner Volkspartei bewies sich weiter als starke Stimme der Frankenkirchner Bürgerinnen und Bürger, nahm die Bedenken auf und stimmte einstimmig gegen das Glashausprojekt.
Am Samstag, den 12. November 2016, wurde der Funklehrgang für den Bezirk Jennersdorf erstmals mit den neu in Verwendung stehenden Digitalfunkgeräten durchgeführt. Insgesamt 28 Feuerwehrmitglieder wurden in das Funkwesen der burgenländischen Feuerwehren eingeführt. Dieses Wissen gehört zur Grundausbildung jedes Feuerwehrmitgliedes und wird für den Einsatz als auch für die Funkleistungsbewerbe benötigt. Über 70 Mattersburgerinnen waren trotz eisiger Temperaturen bei dem von der Stadtgemeinde organisierten Rundgang durch das historische Mattersburg mit dabei. In 1,5 Stunden erfuhren die Teilnehmerinnen vom staatlich geprüften Fremdenführer Magister Klaus Leitgeb viel Interessantes und Spannendes über die Bezirkshauptstadt, darunter auch nette Anekdoten, die nicht in den Geschichtsbüchern zu finden sind. Nach dem Ableben von Hans Schabauer musste der Seniorenbund einen neuen Bezirksobmann wählen. Das Bezirkspräsidium des Seniorenbundes wählte dazu einstimmig Jörg Klettenhammer zum geschäftsführenden Seniorenbund-Bezirksobmann. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Ruster Adventmeile. Am Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr findet die Ruster Adventmeile statt. In den malerischen Bürgerhäusern finden Sie exquisite und feine Weihnachtsmärkte. Adventhütten am Rathausplatz laden zum Verweilen bei Speis und Trank ein. Diverse Veranstaltungen und Konzerte runden das Programm ab. Kroatischer Abend, Hrvatsko Veče in Hornstein. Am 18.11.2016 findet in XXL-heurigen Restaurant Jajc der kroatische Abend statt. Serviert werden burgenländisch-kroatische Spezialitäten, garniert mit kroatischen Melodien, Live-Musik mit Walter Šušak-Kain von 19 bis 22 Uhr. Perchtenrummel in Neudörfeln. Die Neudörfler Gfunkteifeln veranstalten heuer wieder ein Perchtenrummel am 19. November 2016 in der Don Bosco Halle. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünschen Ihnen das CCM-TV-Team.